27. Donnerwetter. Und nun rasch zur dritten Stelle, die noch zu erkunden ist. In 1,5 Stunden müssen wir zurück sein. Habt geschafft. Jawohl, Herr Oberleutnant. Sie führen die Männer zurück. Ich gehe mit Leutnant Priester von hier zum Regimentskommandeur. Erkundung und Verbindung Aufnahme durchgeführt. Kampfpläne anhand dieser Skizze festgelegt. Beobachtungsrahmen ausgebaut. Gut. Kommen Sie. Hinter dieser bewaldeten Höhe stellt der Feind neue Kräfte bereit. Da bei der zweiten. Müssen scharf aufpassen. Sonst sind sie aber durch die Hinterhangstellung fast besser dran als die siebte. Sehen Sie her. Annahme, der Feind ist im Abschnitt der siebten Kompanie 200 Meter breit und 300 Meter tief eingebrochen. Kehl, Ihre Maßnahmen zum Einengen des Einbruchsraumes, Schließen der Lücke und zur Vernichtung des eingebrochenen Feindes. Am besten anhand Ihrer Skizze. Anmarschweg, diese Schneise. Anmarschgliederung, SPW, Panzerjäger 4, Flammgruppe. Aus der Tiefe des Hauptkampffeldes und vernichte den eingebrochenen Feind. Ja, einverstanden. Aber bevor wir zu Fall 3 kommen, haben Sie schon Ihre Unterführer genügend unterrichtet? Jawohl, Herr Oberstleutnant. Unterführer eingewiesen, Eingreifreserve bereitgestellt. At this point in the film, the officer audience was shown the following caption, which gave this advice. At this juncture, you should take note of the following points. You must always acquire a detailed knowledge of the situation and of conditions in the area. All soldiers must be given clear tasks to avoid confusion. Your NCOs must be thoroughly briefed, as thorough and precise preparation are the prerequisites of success. Peter! Herr Grebel? Gehen Sie zu Unteroffizier Neumann und Unteroffizier Heller. Beide sollen sofort zum Funk-SPW von Oberleutnant Kehl kommen. Jawohl, Herr Dillis. Unteroffizier Neumann und Heller zum Funk-SPW kommen. Six, mein Stahlhelm. Meine Knarre. Die Flammenlauer von dem anderen Panzer in Ordnung? Oder, Unteroffizier? Herr Unteroffizier? Was gibt's denn, Peter? Befehl von Feldwebel Wegener. Sie sollen sofort zum Funk-SPW kommen. Unteroffizier Heller, gehen Sie am besten gerade hier durch. Also drei gefährdete Stellen im Regimentsabschnitt. Mit Kampfplänen einverstanden. Entsprechende Befehle gebe ich an Artillerie. Nachbarabschnitte werden verständigt. Jawohl, Herr Oberstleutnant. Ich stelle. Erstens der Fall Anna, zweitens der Fall Bertha und schließlich der Fall Cäsar. Feind will bei zweiter Kompanie einbrechen. Feind will bei zweiter Kompanie einbrechen. Feind will bei zweiter Kompanie einbrechen. Befehl. An AV Co. Feuer zusammenfassen auf Zielraum 247 vor 2. Kompanie. An Eingreifreserve. Halt, Cäsar, darf ich machen. Befehl vom Regiment. Halt, Cäsar, fertig machen. Gut. Halt, Cäsar, fertig machen. Fertig machen. Los, komm. Thank you.
Wechsel beendet. Halt! Wiederhole, Regiment an Eingreifreserve, als Cäsar antreten. Die Eingreifreserve tritt an und gliedert sich in der für Fall Cäsar befohlenen Form. Panzerjäger brechen aus der Bereitstellung hervor. Anmarschgliederung der Eingreifreserve, SPW, Panzerjäger. Flammpanzer. Wegemarkierung spart Zeit und Ärger. Panzerjäger drehen ab in die erkundeten Sturmausgangsstellungen am Hinterhang. Der SPW-Zug und die Flammengruppe fahren gedeckt zum Stoß in die Flanke des eingebrochenen Feindes vor. Lieber Ivan, jetzt raucht's. Windhund an alle. Kette. Eingreifreserve ist dran. Beide Batterien 500 zulegen. Beide Batterien 500 zulegen.